Kennen die Schweinfurter Narren auch Star Wars? Angelehnt an die unverkennbare Laufschrift eröffnen die närrischen Sternenkrieger der Schwarzen Elf ihre Auftaktsitzung. Auch eine futuristische Lasershow ist erst einmal ungewöhnlich. Doch spätestens bei der Begrüßung ist klar, Tradition und Neuartiges finden bei der diesjährigen Faschingssitzung zusammen. Es ist eine Fastnachtsshow, würde ich fast sagen, die wirklich von Kabarett bis hin zu dem traditionellen Büttenvortrag alles bietet. Und das in sehr straffer, flotter und sehr unterhaltsamer Form und natürlich auch ganz modern. In der Schweinfurter Stadthalle kooperiert die Schwarze Elf mit den Kolpingsnarren. Das Motto lautet, da mächst was mit. Mehr als 200 Bühnenbeteiligte machen deutlich, dass die fünfte Jahreszeit die vielseitigste von allen ist. Das Programm ist unsere komplette Prunksitzung, die wir neunmal genau in der Konstellation machen, allerdings mit verschiedenen Gästen. Und es geht querbeet, das heißt, wir haben jedem was zu bieten, von hochpolitisch bis aber auch einfach mal den einfachen Humor wird hier bei uns alles bedient. Den musikalischen Beginn machen die Stadtpfeifer. Athletisch geht es weiter mit der KKG Wiesentheid. Mit aufwendiger Choreografie und glitzernden Kostümen erobern die Tänzerinnen die Herzen der Narren im Sturm. Ungleich intimer wird es mit dem sogenannten Hausmeister von der Stadthalle, Helmut Backhaus. Seit nunmehr 20 Jahren bringt der Komiker auf der Faschingsbühne die Gesichter zum Schmunzeln. Auch für diese Helau-Saison hat er einen Jahresrückblick vorbereitet. Und weil wir gerade bei den Intelligenzgrößen sind, der Trump, der alte Twitter-Aal. Und natürlich wird in der Stadthalle auch heftig geschunkelt, vor allem beim einheimischen Liedgut wie dem Rhön-Kreuzberg-Lied. Komödiantisch wird es mit dem Nachwuchstalent Marco Reichenbach. Mit der Kunst des Chillens kennt er sich gut aus und will sie auch einem älteren Publikum nahebringen. Ich sag dann immer, und dann ist Stille, hallo, ich mach doch was. Ich chille. Weniger komfortabel geht es auf dem Bau zu. Die Turnerinnen und Turner zeigen, wie akrobatisch und schwindelerregend das Leben auf einer Baustelle sein kann. Die Prunksitzungen der Schwarzen Elf sind wie immer ausverkauft und eine Marke im mainfränkischen Fasching.